Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. Die erfolgreich durchgeführte Teddybär-Aktion für Rettungsdienste vom Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kardes wurde im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal und im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis bei den Ludwigshafener Rettungsdiensten Malteser ASB unter dem Deutschen Roten Kreuz fortgeführt. Kardes übergab den Hilfsorganisationen jeweils 50 der sogenannten Rettungsteddys im Wert von 1.500 Euro. Diese Woche haben wir jetzt insgesamt 150 Rettungsteddys an die Hilfsorganisation in Ludwigshafen im Rettungsdienst übergeben. Da haben wir länger dran gesammelt, zusammen mit dem Förderverein Rettungsteddys e.V. und mit anderen, die dazu beigetragen haben. Und es war uns einfach wichtig, diese Rettungsmittel jetzt auch wieder mit diesen Teddys ausstatten zu können. Hinter der Aktion steht der Verein Freundeskreis Teddybären e.V., der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Einsatzfahrzeuge mit Teddybären auszustatten, damit die Kinder in Notsituationen, zum Beispiel bei Unfällen, eine Ablenkung erfahren. Torbjörn Kardes ist nicht nur Schirmherr der Aktion im Wahlkreis, sondern engagiert sich auch persönlich bei Spendenaktionen, wie beispielsweise beim Glühweinverkauf auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt oder im Winterdorf in Ludwigshafen. Große Unterstützung erfährt der Bundestagsabgeordnete von Schaustellerin Rosita Nickel. Ja, also mir hat die Idee sofort sehr gut gefallen mit dem Teddybär und das ist dann schon eine Herzenssache von mir, weil das ist eine ganz tolle Aktion. Seit 2018 ist Torbjörn Kardes für die Kinderaktion unterwegs, sammelt Spenden, beteiligt sich an Aktionen und übergibt die Rettungsteddybären an Rettungsdienste, wie hier beispielsweise auch in Frankenthal. So ein Teddybär ist manchmal wirklich ein Türöffner bei Kindern. Es ist ja nicht nur, dass wir verletzte Kinder oder kranke Kinder antreffen, sind ja auch Kinder in familiären Situationen und dann kann es einfach auch eine Einsatzkraft positiv zuträglich sein, ein Teddybär zu haben, mit dem Kind vielleicht ins Gespräch zu kommen, was zu übergeben. Die Kinder haben dann was in der Hand und sind einfach in dem Geschehen auch wieder für sich Beschäftigte. Und für uns ist es eine ganz große Anerkennung, dass wir eben diese Spenden auch bekommen. Es erleichtert uns die Arbeit und wir freuen uns da sehr darüber.